Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Reloaded. Heute machen wir uns zur Abschlussprüfung der Knuddelup-Gilde auf. Und ich habe das Gefühl, meine Ausrüstung wird nicht im Ansatz gut genug sein. Mein erster Plan war es ja, 10 Belebersamen mitzunehmen, aber ich habe jetzt nur 5. Außerdem ist mein Lager voll. Bruh. Naja, ich werde heute einige Saves staten, kann ich schon ankündigen. Also ja, auf in den Verwirrwald, wo die Prüfung stattfindet. Wir müssen einen Schatz von der Glitzerquelle holen. Aber in diesem Wald lebt laut Knuddelufs eigener Angabe der Großmeister des Bösen. Hört sich toll an, ich weiß. Dies ist der Eingang zum Verwirrwald. Ich weiß nicht, was wir da drin zu Gesicht bekommen werden, aber das ist unsere Mission. In die tiefsten Tiefen des Waldes vordringen und den Schatz zurückbringen. Das ist unsere Abschlussprüfung. Lass uns die Prüfung bestehen und somit die Gilde mit dem Abschluss in der Tasche verlassen können. Lass uns nicht verpatzen. Sagt, warum steht da diese Statue, wenn man nicht mal damit redet? Nee, Verwirrwald? Nee, den hatte man noch nicht. Chillast, hast du hier Verwandte? Das ist keine Antwort. Schöne erste Begegnung für den Dungeon, muss ich sagen. Aber, okay, das ist offensichtlich. Ah ja, das war der Dungeon, wo die Dinger gefühlt zwischen Level 5 und Level 40 hin und her schwanken. Die Gegner. Evoli. Evoli ist toll. Das eine rennt weg. Das andere kriegt eine Respektschelle. Und zwar eine saftige. Allein die Laufanimation, Evoli ist toll. Ja, okay, lohnt sich für die EP jetzt echt nicht, dem noch hinterher zu rennen. Ebene 2. Du wirkst auch nicht, als hättest du irgendwie was gescheit auf dem Kasten. Die Gegner werden auch mit den späteren Ebenen stärker, soweit ich weiß. Also brauchen wir hier auf den ersten Ebenen jetzt wirklich nichts erwarten. Boah, die Falle. Ich glaube, mein IQ ist zu hoch für das Spiel. Kein Wunder, dass Schmünter nur einen halben Stern hat. Das ist an mich angepasst. Ah. Ja, okay, wir sind hier noch nicht in Super Mystery Dungeon. Da wäre das jetzt richtig ranzig. In Super Mystery Dungeon können einfach bei jedem Wetter keine Pokémon regenerieren, außer dem Neutralen. Oder ich weiß nicht, ob die... Ich glaube aber nicht mal die vom Typen, den das Wetter unterstützt. Feuersturm wäre jetzt... Feuersturm wäre richtig nice, wenn ich jetzt noch in meinem letzten... wenn ich in meinem letzten Playthrough wäre, genau. Als ich einen Vulpix hatte. Oh, vor allem, wie gerne hätte ich das jetzt. In diesem Dungeon ist das so gut. Ich hätte das so gerne, diese Attacke. Aber die kann halt... Das muss ich gar nicht nachgucken, seien wir ehrlich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Scheine. Alter, willst du mich gerade komplett verarschen? Warum sind hier so viele Dinger? Das Ding landet noch ein Hit. Und verwirrt mich. Du willst mich doch komplett flachsen. Ja, jetzt kommt noch der Heslon. Es reicht noch. Ich hätte safe staten sollen.
Ich muss das erste Item rausballern. Ansonsten wird's ein Belebersamen. Den Angriff abgefangen, das Mistviech. Hä? Hi, ich bin der Günther. Nee, Spaß. Rausschneiden tue ich das jetzt nicht, aber begeistert bin ich trotzdem nicht davon. Was ist denn mit Blättertanz viereckig? Also, ihr merkt, bereits auf dem Weg zum Ende kriege ich Probleme. Ich glaube, wir waren hier schon mal, aber nee. Diesmal helfe ich auch hier, dass falls nochmal sowas passiert, bin ich viereckig. Fragt mich nicht, was ich mit meinen vier Ecken hab. Runde Ecken. Ist jetzt halt alles anders aufgebaut. Mann, Dönerwelle habe ich schon. Ich meine, Feuersturm war eine tolle Term und so. Aber wirklich traurig, dass ich sie verloren habe, bin ich jetzt nicht. Eben, weil bringt mir nichts. Chillast gegen seine Weiterentwicklung und ich hau auch mal mit rein. Ich glaube, das war's. War jetzt nicht unbedingt nötig, das Ding anzugreifen, aber wenn es dir Spaß macht. Hier ist die Treppe. Ich spiele jetzt auf jeden Fall sicherer als beim ersten Mal. Und am Faxe haben wir da gar nicht getroffen. Okay, war ja jetzt auch nicht lang der erste Versuch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ebenen genau der Dungeon hat. Ich habe aber irgendwie gleich einen Anfall. 14 im Kopf habe ich. Wow. Ah, stimmt, das hat ja diese Kackfähigkeit. Ich denke, die Vorentwicklung zu 2. Oh. Diese Fähigkeit, die einfach Hälfte Leben abzieht, wenn man es besiegt. Sag mal, fehlt noch Zubat, dann weiß ich schon mal, dass hier das ganze Keck-Team rumrennt. Wo wir gerade von Kecks reden. Hi, Keck Leon. Hier gibt's ja nichts. Ah, warte. Ich meine, ist jetzt nicht so, als würde ich die Donnerwelle brauchen. Übrigens, 250 hat er mir gegeben. Oh, 6500. Bruh. Das ist halt tolles Angebot. Oh, und wetten, die Treppe ist jetzt ganz unten links. Ich ess dich. Lecker bist du zwar nicht, aber... So, da kriege ich mein Level zurück. Und du kriegst auch eine Respektschelle.
Ich hab gar keinen Bock, schon wieder gegen dich zu kämpfen. Und wieder Hälfte Leben weg. Hättest du nicht eins weiter freisprengen können, dann hätte dein Leben zumindest einen Sinn gehabt. Jawohl. Taktisch easy. Diesmal hat keiner den Damage kassiert. Ja, genau. Oh nein, Tackle ist versiegelt. Oh, Tackle ist nicht mehr versiegelt. Saven wir. Die Ebene war schon belastend genug. Ich wollte eigentlich heute die Abschlussprüfung bestehen, aber wenn's nicht sehr gut läuft, vor allem dann halt am Ende. Okay, diese zwei Ebenen hätten jetzt länger dauern können. Ja. Und dafür ist hier jetzt direkt Chillast seinen ganz fetter Bruder. Und zwar ganz belastend fett. Alter, warum ist es gerade so extrem? Ich habe ehrlich keine Ahnung, was das soll. Ich achte extra drauf. Das. Oh Gott, was? Warum habe ich so wenig Leben? Ist klar. Ich achte immer extra drauf, dass ich dafür sorgt, dass es so wenig wie möglich leckt, indem ich zum Beispiel alle Programme, die ich nicht brauche, ausmache. Aber es hilft offensichtlich nichts. Bessere Hardware wäre halt toll, wenn man das Geld dafür hätte. Ja, okay, hier muss ich noch nicht saven. Ja, okay, das ist nur ein Evoli, das wissen wir ja schon. Ist nicht stark. Und du ebenfalls nicht. Hier jetzt nochmal saven. So ist dich selber, genau. Kannibalismus! Oh, so flüssiges Gameplay kriegt ihr sonst nirgends, Leute. Und jetzt rennen wir hier auch noch in Vollidioten. Warum muss das eigentlich immer sein? Den kann gar nichts, das dürfte schon mehr können. Tankt zumindest einen Hit. Ich denke zwar auch ein neutraler. Ich wollte gerade sagen, ich denke zwar ein neutraler Schlag hätte es auch getan, aber. Und dann reicht nicht mal der Tackle. So, weiter durch die Ebene rennen. Mal wieder Kekleon, hier mit Entwicklungs-Items. Warte. Obwohl, nee, ich wollte gerade überlegen, aber nee. Erstens würde sich Shinux nicht mit einem Item entwickeln. Und zweitens hab ich mir nach meinem ersten Let's Play, mein erstes Let's Play war mein einziges Mystery Dungeon Playthrough, in dem ich meine Pokémon entwickelt habe. Und das wird auch so bleiben. Okay, ich weiß nicht, vielleicht wenn ein neues Mystery Dungeon irgendwann kommt oder so in meinem ersten Durchspielen davon, würde ich vielleicht meine Pokémon noch entwickeln. Aber ansonsten, ich finde es einfach besser, die nicht zu entwickeln, meine Haupt-Pokémon. Aber treffen wir auch eine Alternative.
Ja, direkt die Treppe hier. Ich hätte den Versager am Leben gelassen, aber dann halt nicht. Noch eine, dann kommt der nächste Safe. Eine geht noch. Das war eine sehr schwere Ebene. Die muss ich jetzt abspeichern. Also in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich hoffe, jetzt läuft's dann langsam besser. Alter, habe ich gerade richtig gesehen. Ich habe hier Save States vom 15. März. Das Let's Play läuft schon so lange. Ich meine, wenn ich das heute aufnehme hier gerade, wir haben 25. September. Und teilweise hatte ich halt echt das Gefühl, dass ich viel zu viele Folgen gebracht habe. Okay, ich glaube am Anfang, aber... Naja, sehen wir es so. Die Emerald Randomizer Nuzlocke hat vor der ersten Walross-Edition begonnen. Im Moment läuft die dritte und wir haben ungefähr ein Jahr später. Und keine... Oder haben wir inzwischen 20 Folgen der Randomizer? Ich weiß nicht. Also das ist dann natürlich auch belastend. Oh Gott. Ich hab so gefailt. Tot. Wo wir gerade von Failen reden, stirb, du hässliche fette Schildkröte. Das hätte belastend... Oh Gott, hier pennt noch eins von den Viechern. Das hätte sehr belastend werden können, aber ich renn lieber durch. Auf Slot 7. Zahlen kann ich. Das war eine 6. Genauso wie bei mir in Mathe. Sag mal, kannst du vielleicht mal sterben und mich nicht halb wegnatzen? Okay, tschüss, Radikal. Das hat genug Schaden gemacht. Wobei ich sagen muss, gezweifelt habe ich sagen jetzt nicht. Und ich hatte so ziemlich recht. Die 14. Ebene ist der Boss. Verwirrwaldlichtung. Ich meine natürlich, Boss, warum soll es hier denn einen Boss geben? Nee, ich habe mich natürlich nicht umsonst so vorbereitet. Gar kein auffälliges Laub vor uns auf dem Boden. Ich glaube, wir sind recht tief vorgedrungen. Die Glitzerquelle kann nicht mehr sehr weit sein. Oh, Fragezeichen, mein Schmünter. Hey, Ted Gurser und Urserring, ihr seid auch hier. Yep. Nee, wir kommen oft zum Spielen hierher. Also, wie läuft's denn so? Seid ihr eurem Großmeister allen übelst begegnet? Nein, nichts dergleichen. Seht ihr... Ich habe euch gesagt, ihr seid im Gerücht aufgesessen. Was macht ihr zwei denn hier? Sucht ihr nach diesem Großmeister? Nein, tun wir nicht. Wir halten nach der Glitzerquelle Ausschau. Oh, die Glitzerquelle? Die liegt gleich da vorne. Was? Wirklich? Um ehrlich zu sein, waren wir auf dem Weg dorthin. Möchtet ihr mitkommen? Ja, kommt mit uns mit, wenn ihr wollt. Gehen wir mit Ihnen, Schmünter. Oh, ups, wir treten aus Versehen aufs komplett unauffällige Laub. Ups, kann ja mal passieren. Eine Höhle. Au. Das ist... War das eine Grubenfalle? Nee, das war der Lieferservice. Wir sind in eine Grubenfalle geraten. Das ist also passiert. Ah, das Loch schließt sich. Äh,
Hier herrscht rabenschwarze Dunkelheit. Ich sehe nichts. Sind wir gefangen? Was? Hier ist jemand. Und ich bin's nicht. Wer ist da? Wer bist du? Willkommen in der Welt der Dunkelheit. Ich bin der Großmeister allen Übels. Was? Der ich werd Rapper. Großmeister allen Übels? Nicht nur der Großmeister, sondern außerdem noch mehr von uns. Ein ganzer Haufen von Untergebenen des Großmeisters ist hier. Ihr könnt uns in der Dunkelheit nicht sehen, aber ihr seid vollständig umzingelt. In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr raus. Bereitet euch vor zu... Was? Also, für Blindspieler, aha. Hier sehen Sie den Großmeister allen Übels höchstpersönlich. Rosane, flauschige Hasenviech da. Und seine Untergebenen. Ein Papagei, eine Blume, ein Maulwurf, eine Glocke, ein Frosch, drei Maulwürfe, ein Krebs. Was zum Fick bist du eigentlich, Krakelo? Was, Knuddelhof? Und alle anderen? Was geht hier vor sich? Hey, Pidiza! Warum hast du die Abdeckung entfernt? Was? Hoppla! Ich dachte, es sei zu dunkel für euch da unten, also habe ich sie aufgemacht. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Die ganze Sache mit dem Aushelfen bei der Abschlussprüfung und so. Das ist alles so neu für mich. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich hier machen soll. Ah, was für eine... Hör mal, Knuddelhof, kannst du uns bitte sagen, was hier vor sich geht? Wer ist Knuddelhof? Bitte was? Ich bin der Großmeister. Mir ist nichts von dem sogenannten Knuddelhof bekannt. Ja, ist klar. Genau. Und wir sind des Großmeisters Untergebene. Das ist voll richtig. Ich kenne kein Pokémon namens Sunflora. Hey. Wollt ihr uns verarschen? In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr raus. Brennt euch darauf vor, das Grauen zu erleben, das vom Großmeister allen Übels ausgeht. Yay! Ja. Ich glaube, ihr seht mein Problem. Ich wollte unbedingt noch eine Attacke haben, die den ganzen Raum trifft. Denn jetzt treten wir gegen die ganze Knuddelhof-Gilde an. Mit sehr passender Bosskampfmusik. Orbs. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich wusste nicht, ob Tempo-Orb vielleicht funktioniert. Der späteste ist 6:50. Aus irgendeinem Grund zeigt es offensichtlich jetzt immer erst das an. Ja, dieser Kampf wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Was kann ich in der ersten Runde machen? Außer jetzt halt, an sich könnte ich ja einfach nur warten. An sich müsste ich ja einfach warten, bis die alle kommen, weil was soll ich sonst groß machen? Den Taubsamen würde ich mir ehrlich, ich würde mir meine Items ehrlich gesagt lieber aufheben. Dass Palimpalim diesen Machtware. Palimpalim, kannst mich mal. Plaudergei ist raus. Toxiquack ist raus. Ich hatte übel Angst, dass irgendwelche Blitzfänger hat, muss ich sagen. Ich hatte das irgendwie im Kopf. Weil ein Blitzfänger hätte mich schon zerstören können.
Ja, dass mein erster Belebersamen rausfliegt, war relativ klar. Was juckt's mich, wenn mein Angriff sinkt? Ich bleib beim Donnerblitz. Auf Knuddeluff muss man auf jeden Fall aufpassen. Alter, was ist mit so einem Flora? Auf Knuddeluff muss ich auf jeden Fall heftig aufpassen. Duplex-Hieb trifft zweimal. Das eine Mal hat schon 66 Damage gemacht. Och nö! Mit Blättertanz hab ich doch vorhin schon Bekanntschaft gemacht. Oh, Palim Palim kommt her. Das ist sehr gut. Knuddeluff hat locker bestimmt 400 Leben oder so. Aber wir haben schon noch drei Gegner vor uns. Ja, als ob Fragezeichen Man was anderes machen würde als angreifen. Okay, er hat eine Heilungsattacke, aber noch ein Donnerblitz. Ey, Palim Palim! Lass dich treffen. Oh, er hat zwei Heilungsattacken. Ich schlaue Persönlichkeit. Ja, Palim Palim wird jetzt Schmünter rausnehmen. Oder alternativ es einfach lassen. Der Kampf, also ich muss sagen, mir war klar, dass Donnerblitz eine große Hilfe wird. Aber dass es so gut wird, habe ich nicht gedacht. Den Kampf hab ich einfach first try in der Tasche. Fragezeichen, Man. Mach mal diesen Fetten da weg. Er erhöht seine Defense. Fehler! Fehler! Hallo? Der steht halt noch. Dieser Größenwahnsinnige. 5 Hits will der geben. 69. Er hält nicht mehr viel aus. Das ist... ich weiß nicht, wie viele Belebersamen ich noch hab. Es kann sein, dass das mein letzter war. Hab nicht mitgezählt, aber die Paralyse. Und gewonnen! Erster Versuch! Was wollt ihr tun? Aber ihr seht, warum ich hier unbedingt so viele Belebersamen haben wollte. Sie haben mich erwischt. Lauft alle weg. Hilfe. Wie kommen auf einmal alle da raus? Puh. Was das wohl alles zu bedeuten hatte, möchte ich wissen. Nun, ich glaube, hier sind wir fertig. Wir sollten weiterziehen. Lass uns zur Glitzerquelle gehen. Was wir bei der Glitzerquelle vorfinden, erfahrt ihr im nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.